Ahnen meiner Reihen. Ich rufe die Geister dieses Ortes, die Ahnen meiner Reihen. Mal im Osten, weit ist im Heiligtum, alte Wacht und Hämmer alles Hüte. Tor, schneller Läufer, schütze uns vor den unbedenklichen, hohen, zerstörerischen Kräften der Jürgen. Hilf uns, alle Widerstände zu überwinden und den Klang unseres Verstandes zu folgen. Hammer im Süden, weihe dieses Heiligtum, halte Wacht und hemme alles Übel. Tor mächtiger Krieger, schütze uns vor den Flammen Inferno Muspelheims und Surtus wildlodernden Horden. Mögen unsere Herdfeuer ewig warm brennen und hell lodern und uns ihre kreative und leidenschaftliche Kraft im sicheren Rahmen enthüllen. Hammer im Westen. Weihe dieses Heiligtum, halte Wacht und hemme alles Üble. Tor, warmherziger Freund, schütze uns vor den Kräften der Midgard-Schlange, die uns Tod und Verderben bringen kann. Lass nur die heiligen fließenden Kräfte der Gefühle und des Loslassens wirken und hilf uns, unseren Herzen zu folgen. Hammer im Norden. Weihe dieses Heiligtum, halte Wacht und hemme alles Üble. Tor, Jörgens erstgeborener Erbensohn, schütze uns vor den eisigen Kräften der Eisriesen und der Nebelwelt und lasse doch die Weisheit und Stabilität der Erde in uns erwachen. Hammer über und unter mir, weihe dieses Heiligtum. Halte Wacht und hemme alles Üble. Bereite die Arme aus und sprich. Ich rufe die Kraft von Vater Himmel. Kraft von Vater Himmel. Und Mutter Erde. Mutter Erde. Und ich bitte Sie und alle Wesenheiten dieses Ortes. Wesenheiten dieses Ortes. Uns und unser Ritual zu schützen. Uns und unser Ritual zu schützen. Um uns und in uns, Asgard und Midgard, heil den Asen, heil den Asinnen, heil den Wanen, heil den Waninnen und allen hochheiligen Göttern und Göttinnen. Besonders rufe ich Tyr, den hohen Herrn, Odin, den Hohen Herrn, und Frey, den Hohen Herrn. Ich rufe Freya, Frigg und Hel, die Hohen Herrinnen, in den Kreis. Warum machen wir das heute? Warum feiern wir ein Fest, das sich Schnitterfest nennt? Wir befinden uns im letzten Teil des Sommers, kurz bevor die Ernte eingebracht wird. Das Korn wurde bereits geschnitten und stellenweise sieht man noch vereinzelte Halme irgendwo aufragen. Wir gedenken daran, dass dafür, dass wir leben können, anderes Leben sterben muss. Wir haben das Feld geerntet, um daraus Brot zu machen, das uns Kraft und Leben gibt. Wir haben die Feldfrüchte hereingetragen, damit sie uns über den Winter bringen, damit sie uns Leben und Kraft spenden, während die dunkle Jahreszeit da draußen auf uns wartet und uns den Tod bringen kann. Darum sind wir heute hier.
Aber wir bedanken uns nicht nur für das, was die Erde uns gebracht hat. Wir bedanken uns für all das, was die Götter uns dieses Jahr geschenkt haben. Eine neue Erfahrung, eine neue Arbeitsstelle, eine neue Beziehung. All diese Dinge haben wir bekommen, sind Geschenke, sind Ernten dieses vergangenen Jahres, was wir eingetragen haben. Dafür sind wir heute hier, um uns dafür zu bedanken. Aber wir können, wenn wir dieses Jahr leer ausgegangen sind, denn auch die Götter wissen nur, was sie tun, darum bitten, im neuen Lebenszyklus etwas zu bekommen. Schließt eure Augen. Denkt kurz darüber nach, was ihr nachlassen wollt. Bereit sind die Ähren und voll steht das Korn. Der Zyklus der Natur beginnt bald von vorn. Wenn die Götter nur zürnen, sie strafen gerecht. Vernichten die Ernten und das Wetter wird schlecht. Unterbrochen der Zyklus, das heilige Band. Es hungern die Seelen und es leidet das Land. Es gibt keine Nahrung, so herrscht große Not. Denn Nahrung ist Leben und Hunger ist Tod. In Würde zu leben, der Menschen Begehr, doch die kargen Böden geben nicht genug her. Für Land und für Leben ziehen sie in den Krieg. Und überleben sichert den Stärksten dann nur noch ein Sieg. Sie opfern den König, sein Blut wird getränkt, es drängt das Land. Der Tod und das Leben gehen hier Hand in Hand. Doch mit Krieg und mit Neid die Seele verdirbt und ist Ursprungspunkte im Leiden erstirbt. So gedenkt an die Liebe als wirklichen Quellen. Die Weisheit der Erde wäre alles zerstört. Könnten erneuernden Zyklus und alten Kontakt und lebten im Einklang den natürlichen Takt. Doch viele Seelen sind tot. Ausgedorft ist das Land. Wir haben das Schicksal, steht selbst in der Hand. Konzentriert euch auf das, was ihr in eurem Leben loslassen wollt. Was will ich ernten? Was brauche ich? Was ist unnötiger Ballast, den ich das ganze Jahr schon mit mir rumschleppe? Den ich abschneiden oder abgeben kann? Was hindert mich daran, einfach meinen Weg zu gehen? Und was müsste ich dazu loswerden? Denk kurz darüber nach. Ich bin die Schnitterin und liebende Königin, die den Kornkönig schneidet. Sie, aus der alles entsprang. Sie, die das Rad drehen lässt. Sie, die die Kraft der Ewigkeit hält. Sie, deren Atem in der heißen Sommerglut weht.
Sie, deren rauschende Bäche kühle Erfrischung bringen. Sie, die euch in den Schatten ihrer Bäume zum Tanze ruft. Sie, die die Sichel des Todes hält. Sie, deren Trauer die Ruhe bringt. Sie, die der Kessel der Wiedergeburt. Ich bin der Kornkönig, er, dessen Puls dem Land die Lebenskraft gibt. Er, der auf dem Hügel tanzt. Er, dessen Samen gesät wurde. Er, der gewachsen ist. Er, der sein Blut für das Land gibt. Er, den ihr als Korn essen und trinken werdet. Er, um den ihr keine Tränen vergießen sollt. Er, der siegreich wiederkehren wird, er, der die Sichel in Liebe erwartet. Wir sind die Kinder der alten Götter und ein Teil vom großen Netz. Alles führt zum Ursprung. Alles ist kosmisches Gesetz. Schneidet das Korn. Schneidet das Korn. Was heute stirbt, wird neu geboren. Altes muss sterben. Altes muss sterben. Aus dem Wirt wird Neues werden. Ich reiche euch jetzt das Brot in den Mund. Hier hat jeder die Gelegenheit, sein persönliches Opfer dem Feuer zu übergeben. Brot und Mehl. Man nimmt ein bisschen des Brotes, denkt an das, was man loswerden möchte, und gibt es in das Feuer. Man gibt einen kleinen Schluck des Mehls auf die Erde, denkt, was man loswerden möchte, und trinkt und denkt dabei, was man den Göttern übergeben möchte. Ihr euch selbst entscheiden, ob ihr laut aussprechen wollt oder nicht. Beginnen wir mit dem Brot. Opfere meine Ungeduld im Umgang mit Ämtern und anderen öffentlichen Behörden. Ich werde nicht wieder irgendwelche Türen zuknallen und irgendwelchen Leuten erzählen, wie inkompetent sie sind, auch wenn es stimmen sollte. Ich opfere meine Geduld für unehrliche Menschen, die mich im Leben runtergezogen haben, und begrüße die Sippe, die mir als Familie sehr ans Herz gewachsen ist.
Schmerz, den wir alle erlitten haben. Ich habe vor allem das Mitgefühl, dass mich an diese Erde erinnert. Ich danke Freya, Tyr, Frey und Thor, dass ich alle vier als Hohentruhe um mich habe, damit sie mich zurzeit leiten, damit führen und mich erkennen lassen, dass es manchmal einfach besser ist, einfach die Flasche zu hey. Den Asen, heil den Asen. Für den Zusammenhalt aller Heiden, auf das sie zusammenfinden, zu einer großen Gemeinschaft. Heil den Ahnen, heil den Asen, heil den Bahn. Thank you.
es fließt der Nied, es fließt das Bier. Hoch die Hörner, so trinken wir. Liebe und Kraft seien stets mit euch. Auch die Götter trinken wir. Es kommt das Lustigste an unseren Festen, das Summe. Ich fürchte fast, wir müssen nachfüllen, nicht Wagner? Heil den Göttern! Heil den Göttern! Heil! Heil den Göttern, heil den Sterblichen. Heil. Heil. Heil den Göttern! Das ist mutig. Also, das ist mutig. Normalerweise ist der mit das Lachen hier. Genau. Jetzt heil dich selbst. Ich schank mein Gott. Okay. Ich schank mein Gott. Ja, genau. Nachgefüllt nach dem Schlaf. Macht's am besten alle. Oh ja, klar, wenn es ja, das Ding in die Hand nicht genau. Es war toll. Es ist wahrscheinlich einfach nur der Kork. Was für ein fucking Kork im Mähnglas, Alter! Ist Björn gleich der Einzige, der das auf den Mund gibt, oder was? Nochmal. Heile Götter! Heile! Heil den Ahnen! Heil den Ahnen. Heil den Ahnen, dass sie über uns wachen dürfen. Heil den Ahnen. Die letzte Runde ist die Runde, die man frei entscheiden darf, wo man sich vielleicht für etwas bedankt, was in der Vergangenheit oder im Jahr nochmal auf die Schule gekommen ist. Und in diesem Sinne danke ich dafür, dass wir von einem Rudel zu einer Rabenschau wurden. Heil auf Asgards Raben. Danke den Göttern, dass Sippe wie eine zweite Familie. Heil.
gelernt habe. Von den Göttern zur Erde zu uns. Von uns auf die Erde zu den Göttern. Heil. Heil. Ihr Götter, die ihr geladen wart, die ihr heute Abend Gast wart an unserem Kreis, die uns beigestanden habt, heil euch und unseren Dank. Heil. Kehrt zurück in euer Reich, wenn ihr müsst, bleibt, wenn ihr wollt. Und wie ich es immer so gerne sage, Thor dir nach Hause zu wünschen, ist genauso sinnvoll wie Björn zu sagen, damit er das Bier in Ruhe lassen soll. Bleib, wenn du willst, kehr zurück, wenn du magst. Heil dir. Hi. Bis zum nächsten Mal. Ich bin auch die ganze Woche hier. Danke. Danke, und eine Anrechter. Wo ist die keltische Suche? Kann ich ja jetzt gehen. Wo ist die Suche? Die Tür, wenn du mit der Welt bist. Mal an Mal. Komm hier. Komm mal ganz kurz. Danke. Wie macht das, dass es aufhört?